Ja, liebe Freunde, wir schauen uns jetzt das nächste sehr lustige Video an. Hoffentlich Mensch vs. Beast vom lieben Jules. Der hat einfach jetzt schon 203.000 Abos. Ich glaube, der hatte vor 2 Monaten, oder vor 1 Monat hat er auch noch deutlich weniger Abos als ich jetzt. Und ich glaube, vor 2 Monaten hat er vielleicht 100.000 Abos gehabt. Der hat jetzt einfach 200.000 Abos. Das ist unfassbar. Das ist also wirklich großen Respekt dafür. Völlig verdient. Saubere Videos. Wie macht er das? Das sieht so gut aus. Australien, der oft vergessene Kontinent am Rande der Welt, den irgendein armer Kerl mal entdecken musste, nur um festzustellen, dass 95% der Tiere dort ihn töten können. Nope. Falls du in Australien mal mittags auf die Straße läufst, kann es sein, dass sich irgendein Tier mit einem anderen Tier prügelt. Du gehst in Australien ins Gym, neben dir trainiert gerade ein muskulöses Känguru für den nächsten nationalen Känguru-Boxkampf. You win! Kängurus wollen in dein Haus einbrechen. Alter! Kängurus lassen dich nicht in Ruhe Fahrrad fahren. Junge, das kann mir keiner erzählen, dass es real ist. Das kann mir keiner erzählen. Hä? Wait, das ist wirklich. Ist das wirklich so passiert? Es springt absichtlich auf den Fahrradfahrer. Das ist nicht real. Das ist doch nicht normal. Die meinen es ernst, ne? Die hassen Menschen, kann das sein? Über Nacht nach Hause fahren, da finden mich die Kängurus. Ich war noch nie in Australien. Vielleicht stehst du auch eines Tages auf und der ganze Himmel ist plötzlich rot geworden, weil ganz Australien brennt. Oder du alle Minibosse in deiner Stadt besiegt hast und der finale Endboss von Australien jetzt oben auf einem Vulkan auf dich wartet und gegen dich kämpfen will. Die Tiere sind Gott sei Dank sehr harmlos. Hier reiten giftige Frösche auf einer tödlichen Python. Was? Das ist doch safe editiert. Sorry, aber das muss editiert sein, weil wir sollten... Der Frosch so lang... Das ist safe editiert gewesen. Giftige Frösche auf einer tödlichen Python. Das hier ist doch editiert. Hä? Ja. Hä? Hä, ich check das nicht. Was? Hä? Hä, klärt mich mal auf, wie soll denn das gehen? Was macht der denn? Hat der Rollstuhl an oder wie? Hä? Ich bin verwirrt. Wie kann das echt sein? Hey, was ist denn das? Wie geht denn das? Der kann doch nicht auf dem Ding rutschen. Allein. Ach, oh Gott, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, es ist immens. Die Dummheit ist nicht zu fassen. Der saß auf der Schlange und die Schlange hat sich bewegt. Ey, es ist zu spät, wir haben es 0:47 Uhr, ja. Ach Gott, es ist wieder zu spät dafür. Oh Gott. Ich dachte, das kann doch gar nicht wahr sein. Der Frosch rutscht auf der Schlange nach oben. Das ist doch nicht machbar. Weißt du, ich mache hier eine übelste Planung. Frösche auf einer tödlichen Python. Ich dachte, er rutscht. Guckt euch das mal an, wie das aussieht, als würde er nur rutschen. Oh Gott, das ist natürlich... Deswegen dachte ich, das ist nicht real. Ich war der Meinung, dieser Frosch ist gerutscht. Allein auf diesem Bild sind 930 Tiere zu sehen, die dich töten. Und dieser Lizard hier hat den Minecraft-Status-Effekt Dawn 1000. Und vergiss bloß nicht vorher einmal zu spülen, bevor du dich auf die Toilette setzt. Ihr wisst schon, Schlangen. Und ist eine Schlange einmal irgendwo in deinem Haus verschwunden, fackel lieber dein ganzes Haus ab. Sogar die Bäume in Australien sind gefährlich, weil sie wortwörtlich immer brennen. Tornados gibt es hier natürlich auch. Und wenn sie nicht gerade aus tödlichem Feuer bestehen, sind sie so groß, dass man darauf zulaufen will, um ein Video davon zu machen. Ja, warum wird Australien so positiv dargestellt? Ich meine, guck doch mal hin, guck doch mal an, wohin das führt. Man stirbt. Seit Jahren machen sich die Leute im Internet darüber lustig, dass Australien dauernd kopfüber ist. Und ja, Gravitation in Australien existiert tatsächlich. Um sich vor den Millionen tödlichen Tieren auf dem Boden zu schützen, haben die Leute gelernt, in der Luft zu gehen. Doch gehen wir ein bisschen zurück in der australischen Geschichte voller Kängurukämpfe und Riesenkrokodile, dann gelangen wir zu einem Tag, der die Menschheit für immer verändern sollte. Wir schreiben das Jahr 1932. Der Erste Weltkrieg ist schon lange vorbei. Und Kriegsveteranen lassen sich nieder im Westen Australiens. Jawohl! Freiheit! Der australische Staat ordnete den Veteranen Land zu. Da sie Jobs, um Geld zu verdienen. Los, Ernte!
Alles klar, Chef. Die große Depression herrscht auf der Welt. Ein Wirtschaftscrash an der Börse. Weizen anzubauen ist somit wichtiger denn je. Und die Kriegsveteranen kommen mit ihren Farmen gerade so über die Runden. Einer der Farmer war Major G.P.W. Meredith. Er war Kriegsveteran. Und auch er ließ sich in den letzten Jahren seines Lebens auf einer Farm nieder. Hey, yo. 1. November. Meredith stand auf. Er blickte auf seine Farm. Seine ganze Ernte wurde vernichtet. Seine Zäune waren durchbrochen. Welches Monster würde es wagen? Er sah auf den Boden und hob etwas auf. Hielt es in die Luft. So gut gemacht. Es war eine Feder. Oh, das war ein Huhn. Das Huhn hat's kaputt gemacht. Ich denke, Hühner waren. Meredith ging zu zwei seiner Freunde, Kriegsveteran Sergeant McMurray und den Waffenmeister J.O. Halloran. Er erzählte ihnen von dem, was er auf seiner Farm entdeckt hatte. Feder. Und so machten sich die drei auf den Weg zum Verteidigungsminister der Stadt und baten ihn um Hilfe. Es gibt ein großes Problem. Wir brauchen eine Waffe, am besten eine starke, wie die Lewis Gun hier und 10.000 Patronen an Munition. Viel Glück. Die drei kehrten zurück zur Farm mit einer Waffe und einem neu Ey, er macht hier einen halben Film draus. Er will mich komplett verarschen. Das ist so stark gemacht. Kommt ein Kameramann, der das Vorhaben der drei dokumentieren sollte, um später daraus einen Propagandafilm für das australische Militär zu machen. Und so stolzierten alle vier Männer über die hohen Felder der australischen Savanne. And in order to get close to the main body, jeder, bis auf die Zähne bewaffnet, lauerte im Busch und hörte der australischen Wildnis zu. Und plötzlich, 50 Meter entfernt, eine riesige Horde an gefiederten Emus bewegte sich langsam über die Felder. In der Ferne waren noch mehr Wie er die Beine editiert hat, ey. Wie gut ist das bitte gemacht? Guckt euch mal bitte die Beine an. Es ist so gut. Es ist so gut. Sie waren tausend. Er macht das so Männer gut. Blieb nichts anderes übrig, als sich mit der Waffe aufzustellen und zu schießen. Zu schießen, als ob es keinen Morgen gäbe. Doch die Emus konnten rechtzeitig fliehen vor den tödlichen Patronen der Lewis. Aber sie gaben nicht auf. Für die mutigen Soldaten war es noch lange nicht vorbei. Sie erstatteten dem Verteidigungsminister Bericht und am gleichen Tag sollte er beginnen. Ist das wirklich so passiert? Gab es wirklich einen Emu-Krieg? Ja, das ist doch Wahnsinn. Ey, ich habe alles erlebt, wirklich. Emus, einfach Emus, Leute. Emus wollten eigentlich die Menschheit ausrotten. Zu Recht. Guck mal, wo das jetzt hingeführt hat. Hätten die Emus damals einfach die Menschen alle getötet, wäre alles entspannt, weil dann wäre die Welt wahrscheinlich ein besserer Ort. So. Ja, und die Menschheit, da hat sich dann am Ende durchgesetzt und guck mal, wo wir jetzt sind. Das ist so ein Scheiterhaufen hier. Erste und offizielle australische Emu-Krieg 1932. Traurig. Okay, was zum Teufel sind Emus? Emus können bis zu 2 Meter groß werden und mit 50 km/h schneller laufen, als der schnellste Mensch der Welt rennen kann. Sollte dich ein Emu jemals angreifen, hast du folgende Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Sterben. Emus bewegen sich immer in Horden, haben Füße wie ein Tyrannosaurus Rex aus der Kreidezeit und machen beim Paaren Geräusche wie ein kaputter Motor. Mit Emus ist also nicht zu spaßen. Die drei Soldaten merkten, dass sie keine Chance gegen die Emus hatten und so forderten sie Hilfe an. Der Verteidigungsminister erblickte den Ernst. Ich finde Emus sind so schöne Tiere, ne? Aber das sind halt einfach Dinos. Es ist einfach so. Und es ist halt noch ein Dino-Vogel. So befahl er der königlichen australischen Artillerie, den drei Soldaten beim Emus-Töten zu helfen. It seems the tables are turned. Und so kehrte die größere 30-Mann-Truppe zur Farm zurück, bewaffnet mit Kanonen, Gewehren, Pistolen, Granaten und Schwertern, um gegen Emus zu kämpfen. Einer solle sogar einen Boomerang dabei gehabt haben, um sich gegen die Emus zu wehren. Du Vollidiot! Der Emu-Krieg sprach sich außerdem rum im Dorf. Und also wer hat sich denn das überlegt? Ja, also das ist ja genau, das ist ja wieder so eine Geschichte. Wahrscheinlich hat irgendjemand dann einen Boomerang mit dabei, ja? Weil wenn man den Emu abwirft, dann ist der Boomerang halt trotzdem weg. Der kommt ja nicht zurück. Der liegt dann da. So. Und währenddessen du den holst, bist du am Arsch. Und die Emus sind noch abgefuckter, weil sie sich denken, ey, du hast gerade einen von uns verletzt mit einem Boomerang, du Idiot. Die ersten Zeitungen fingen an, von dem Vorhaben zu berichten. Erster Schuss im Emu-Krieg. These are some of the unfortunate farmers. Whose wheat crops have been trampled down by hordes of emus. Die ersten 50 von den mittlerweile 20.000 gezählten Emus, die das Dorf terrorisierten, wurden gesichtet.
Meredith hat seinen Plan. Wir schleichen uns von hinten an die Emus ran und schießen ihn in den Rücken. Und so wurde der Hinterhalt inszeniert. Das Ziel wurde erfasst. Und die mutigen Soldaten schossen los. Komplett erbarmungslos versuchten sie, so viele Viecher wie möglich in die Emu-Hölle zu schicken. Ein paar von 50 wurden getroffen. Doch dann erstarrten die Soldaten nach und nach. Die Emus liefen nach einem getroffenen Schuss einfach weiter. Emus konnten nämlich durch ihre Federn und die dort unterliegende Fettschicht bis zu 10 Patronen einstecken und das ohne Probleme. Junge, was ist das für ein geiles Tier? Oh, ich will ein Emu. 10 perfekte Schüsse also, um ein Emu zu töten. Bei einem Vogel, der 50 km/h rennen kann, oder ein perfekter Kopfschuss. Was zum Teufel? Der erste Niederschlag. Gerade mal 3 tote Emus von 20.000. Die Lage sah schlecht aus. Doch dann kam den Soldaten eine neue Strategie. Hey, wie kann man denn so reinscheißen? Du hast... Wie kann man denn so verkacken einfach? Das ist ja immens. Also finde ich gut. Also ist ja gut, ne? Also die Emus, das sind noch nette Tiere. Das soll noch ihr Zeug machen. Befestigt die Lure-Gun auf einem Auto und kann somit die Emus verfolgen und aus der Nähe töten. Fahrend durch die Emu-gefüllte Savanne von Westaustralien schafften die Soldaten es schließlich, das ein paar Emus nicht zu töten. Auch wenn diese enorm schnell war. Die Lage schien nicht schlecht. Doch dann drehte sich einer von den Vögeln plötzlich um, lief auf das Auto frontal zu und rammte es, gelang unter die Räder und sorgte dafür, dass das Auto mit voller Wucht gegen einen naheliegenden Zaun crashte. Durch den Emu, der sich für seine Freunde opferte, konnten die anderen fliehen. Oh, so Idiot! Hat mir volle Bude in der Aktentasche geschissen! Hakon, dankeschön für den wunderschönen Raid. Ich hoffe, du hast einen sehr schönen Stream gehabt. Wir gucken uns hier gerade ein völlig wildes Video vom lieben Jules an. Und zwar Mensch vs. Beast. Und der zeigt uns gerade den Emu-Krieg auf. Ne? Emus an die Macht wird schon geschrieben. Ja, ich wusste das gar nicht, dass damals ein Emu-Krieg in Australien stattfand. Da möchte ich mich gerade ein bisschen belehren. Ja? Sehr, sehr geile Nummer hier. Und die Soldaten kehrten verwundet. Aber seid willkommen, ja. Das ist nochmal so ein schöner Abschluss, ein schön entspannter Abschluss zum Ende des Streams, sag ich mal. Zurück. Während man gleichzeitig 2500 damals sehr wertvolle Patronen verschoss. Was eine Verschwendung, dachte sich der Verteidigungsminister und zog die Artillerie wieder von den Farmern ab. Auch die lokalen Zeitungen machten sich über die Soldaten lustig, die es nicht schafften, ein paar harmlose Emus zu töten. Das ganze Dorf sympathisierte plötzlich durch die Abstrusität der Geschehnisse mit den Emus und die Soldaten. Ehre. Ehre an das Dorf. Ich bin auch pro Emu. Daten wurden zahlreich verspottet. Ihr seid scheiße. In der nächsten Stadtversammlung schlug der Premierminister spöttisch vor, jemand solle den Emus doch Medaillen für ihre Tapferkeit verabreichen. Die Emus brachen außerdem die restlichen Zäune auf. Und nach langer Zeit konnten Hasen wieder auf die Felder laufen und richteten somit noch mehr Schäden auf den Farmen an. Hier merkte der Verteidigungsminister, dass sie... Weil ihn einfach nur wegen dieser scheiß Farm. Die wollen mich doch verarschen, ja, die armen Emus. Lass die doch einfach ihr Zeug machen. Von mir aus nehmt einen fetten Zaun... Baut den um eure Drecksfarm rum und fertig ist. Aber nee, da waren sie wieder zu dumm dafür. Da lieber müssen sie hier 20.000 Emus töten wollen. Die Lage doch ja, nicht Schweinerei. Die Emus waren überall, egal wo man hinsieht. Eine neue Angriffstruppe wurde den Soldaten zugeordnet. Mehr Waffen, mehr Patronen. Hauptsache, die Emus verschwinden aus dem Dorf. Und so kam es am 13. November zu den finalen Tagen vom Krieg. Die Soldaten warteten auf die vom Norden vorbeikommenden Emus. Sie lagen angereiht auf dem Boden der dürren Felder. Meredith war diesmal vorbereitet. Und unter seinem Kommando wussten die Soldaten genau, was sie machen mussten. Die armen Tiere, ne? Die armen Tiere. Es ist mir wirklich ein Rätsel, warum man sowas macht, ne? Alter, wie episch kann man bitte dieses Video noch gestalten rundherum? In den kommenden Wochen erlegen die mutigen Helden täglich eine Vielzahl an Vögel. Der Plan schien endlich aufzugehen. Doch auch die Emus lernten dazu. Mehrere Soldaten berichteten, dass sich die Emus in kleinere Gruppen aufgeteilt haben, wovon jede Gruppe einen Anführer hatte, meistens mit schwarzem Gefieder. Dieser Vogel stellte sich auf Erhöhungen und guckte den anderen Emus dabei zu, wie sie die Ernte zerstört, während er Wache hielt. Die haben einfach bloß aus Protest die Ernte zerstört. Das finde ich aber sehr stark, ne? Ne, die Emus waren abgefuckt, die wussten ganz genau, ey, die wollen uns töten wegen der Ernte.
Und wir würden eh sterben, da weißt du was? Wir jetzt erst recht, jetzt gehen wir alle nur über die Ernte, dann sterben wir von mir aus, aber die haben eine richtig beschissene Ernte. Und mit Hilfe von Schreien vor ankommenden Soldaten warnte. Das Emu-Töten ging also nur langsam voran. Ein Soldat klebte aus purer Langeweile vom Warten mehrere Bilder zu einem Foto von einem Emu-Soldaten zusammen. Meredith erstattete schließlich Bericht, völlig erschöpft von den letzten Wochen des Krieges gegen die Emus. Er berichtete, dass er mit seiner Soldatentruppe von 20.000 Emus ca. 986 getötet hatte. Im Gegensatz wurden über 10.000 Patronen verschossen. Das Parlament entschied am gleichen Tag noch, dass der Krieg gegen die Emus offiziell als verloren erklärt wird. Und so entstand der legendäre Satz, hätten wir eine Militärdivision von der gleichen Widerstandsfähigkeit gegen Schüsse wie diese Vögel, dann würden sie gegen jede Armee der Welt bestehen. Danach wurde ein... Ja, ich dachte schon, die Menschen gewinnen. Geil, Mann. Bounty-System eingeführt. Kopfgeld wurde auf die einzelnen Emus gesetzt und jeder Farmer, Soldat oder Bürger vom Dorf konnte sich Geld verdienen, indem er ein Emu erlegte, damit auch jeder kleine Junge und jede Frau anfängt, etwas für die Allgemeinheit zu tun. Das war tatsächlich ziemlich erfolgreich, doch die große Horde an Emus, die mittlerweile anfing, sich zu vermehren, konnte nicht aufgehalten werden. Australien litt die nächsten Jahre sehr stark unter den terrorisierenden Emus, welche die Farm immer weiter zerstörten. So sehr, dass das Dorf nach einigen Jahren komplett von den Emus vernichtet wurde. Erst 10 Jahre später arbeitete man an einer Lösung. Ein 250 Kilometer Zaun aus Eisen. Sollte quer durch das... Junge, er macht die Videos so gut, ne? Ey, meine Güte. Er macht so geile Videos. Ich komme nicht drauf klar, wie gut diese Videos sind. Das Land gezogen werden, damit die Emus nicht mehr in die Nähe der Siedlung kommen konnten. Und so wurden die Emus immer weniger ein Problem. Doch die tiefe Narbe, die dieser Krieg in der australischen Geschichte hinterlassen hatte, würde man niemals loswerden. Das stimmt. Und durch diesen Krieg ist es heute gang und gäbe, dass man bei jeder Diskussion im Internet mit einem Australier, sobald man keine Argumente mehr hat, schreibt, hey, aber habt ihr nicht damals im Krieg gegen die Emus verloren? War da nicht was? Dieser Post wurde erstellt von der Emu-Gang. Australien. Ist das wirklich so? Ihr habt doch mehr Ahnung von diesem ganzen Zeug. Ist das wirklich so, dass Australier aufgrund der Emus immer gehatet werden? Oder was heißt gehatet werden? Einfach, was sich immer drüber lustig gemacht wird? Ja? Okay, nice. Okay, da weiß ich auf jeden Fall jetzt ein Front. Also, wenn jetzt Sunny V2, der ist übrigens, glaube ich, Australier, das ist ein Meinungsblogger, der übel abgeht generell international. Also, man könnte eigentlich, egal was er für ein Video macht, immer ihn mit einem Emu-Front fronten. Das finde ich gut. Das ist gut. So, Emus? Emus? Wer würde gewinnen? Australische ausgebildete Soldaten mit Gewehren und Großkaliberwaffen? Emus. In jedem zweiten Video, wo Emus im Vorkommen sehr geil. Bunter. Emu War. Emu War. Emu War. Emu War. Und heute, in 2023, hat man die Emus unter Kontrolle. Ey, was ist das denn? Also wirklich, ey, wirklich, die haben echt gar keine Hobbys mehr. Die stellen keine wirkliche Gefahr mehr für die Menschheit dar. Bis vor 2 Jahren, als Emus anfingen, ein kleines Dorf in Australien zu terrorisieren. Ein Vogel soll einen Rentner bedroht haben. Ein neuer Vogel soll ein Pärchen angegriffen und verfolgt haben, sodass die beiden sich in der Garage verbarrikadieren mussten. Und auch die Emus entwickeln sich weiter und lernen, Werkzeuge zu benutzen. Und wer weiß, vielleicht werden wir in ein paar Jahren dazu gezwungen werden, Emu zu sprechen, weil die Menschen in den hohen Machtpositionen von Emus gestürzt worden sind. Aber die sind, wobei, wenn du jetzt so einen Blick hast auf den Emu, dann finde ich es auch gruselig. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass irgendwann solche Emus die Welt auch zugrunde bringen. So, deswegen, jetzt bin ich mir wieder nicht sicher. Ob die Menschheit wird es ja eh zugrunde bringen. Ja, ne, dann vielleicht wäre in Emu dann doch noch mehr Hoffnung. Verbreitet die Nachricht. Macht euch bereit für die Revolution der Cyborg. Ja. Emus. Was ist das denn? Also, sehr geiles Video, das hat mich wieder sehr gewundert. Also, ich feiere seine Videos so sehr und es macht einfach so viel Spaß, den Spaß sich anzugucken. Es ist einfach was Lustiges, auch was Informatives und so gut aufgearbeitet. Da kann ich einfach nur maximale Props raushauen. Vor allem, wie kommt man bitte auf dieses Thema Mensch versus Biest?